Im Forschungsschwerpunkt Energiesuffizienz analysieren wir Politikmaßnahmen, die das energiesparendere Verhalten zu attraktiveren Optionen machen und für eine gerechtere Verteilung von Ressourcen sorgen. Mit Nachfragemodellen aus den Bereichen Transport, Gebäude und Industrie können wir abschätzen, welche Effekte und welche Potenziale Suffizienzpolitik haben kann. So können wir quantifizieren, wie viel Energie eingespart werden kann, zum Beispiel durch weniger Autos, geringere Wohnflächen oder auch längere Lebensdauer von Produkten. Um praxisrelevante Handlungsempfehlungen geben zu können, arbeiten wir nicht nur inter-, sondern auch transdisziplinär zusammen mit Praxispartnern aus Bundespolitik, Verbänden und Kommunen. Im Forschungsschwerpunkt sektorübergreifende Stromnetzmodellierung skizzieren wir unser Stromnetz der Zukunft. Wir schätzen ab, welche neuen Bedarfe aus den Bereichen Wärme, Strom, Mobilität und Gas das künftige Stromnetz beeinflussen. Dafür modellieren wir in hoher räumlicher Auflösung auf allen Netzebenen von Höchstspannung bis hin zu Niederspannung. Im Sinne der Transparenz und auch guter wissenschaftlicher Praxis stellen wir alle unsere Tools und Daten offen zur Verfügung.